Entschuldigung, ich habe den Gaming-Rechner hochgefahren. Ja, das klingt immer so. Das klingt immer so. Also ihr braucht da keine Angst haben. Das ist mit dem Gaming-Rechner einfach so, ja. Der hat auch gefühlt mehr, wie soll man sagen? Eigentlich hat der Rechner ja tatsächlich sogar mehr Ventilatoren als Kerne. Das ist bei dem Rechner schon gar nicht schlecht. Laden. So, guter Rechner. Finde ich auch. So, herzlich willkommen back to Wiggles. Meine Wiggleaner. Ja. Kmiki, hallöchen. So, jetzt lass mal ganz kurz gucken, wo sind wir denn überhaupt? Ah, die Musik ist großartig. Sag mal, die Grafik schaut aber irgendwie anders aus. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen nach. Ach ne, wo wir. Die war so. Entschuldigung, die war so. Wer ist das hier? Pavel. So. Oh, die 20 Jahre alte Musik ist immer noch die beste Musik, Freunde. So, okay. Was geht hier oben? Wilde Wiggelversammlung? Wenn es hier mal reinregnet, haben wir ein Problem, oder? Tatsächlich, sehr true, ja. Okay, so Freunde. Also, wir haben relativ viel Zeugs. Was wir nicht haben, ist es Metall. Wir bauen hier unten gerade aus. Da ist noch so ein armes Wiggle. Nikolai befindet sich hier unten. Ich glaube nicht, dass wir den hier hochschicken können. Wir probieren es aber mal. Vielleicht macht er das. Galina kenne ich auch irgendwie nicht. Sie ist aber auch schon erwachsen. Also vielleicht kennen wir sie doch. Ach, ich mag das. Wiggles ist einfach so ein tiefenentspanntes, schönes, kleines Spielchen. Ewig alt und einfach wunderschön. Genauso wie Maruko. Hallo Maruko. May the fourth be with you. Na, eben mit dir aber auch, oder? Hoffe ich sehr, ja. Wir haben mal wieder an der Zeit, so die ganz alten Star Wars Filme rauszupacken. Es gibt eigentlich, für mich gibt es ja eigentlich nur drei Star Wars Filme. Das sind die alten, ja. Alles, was danach kam, ist für mich jetzt nicht unbedingt so relevant. Aber die alten Star Wars Filme sind immer noch die besten. So, was haben wir hier noch? Lager, ja genau. Hier lagern wir wieder allen möglichen Schlons ein. Ja, hier unten sollen ja noch mehr Lager entstehen. Hier und hier nochmal jeweils. Also was ist hier noch? Ach, guck mal, er fährt hoch. Ich werde bescheuert. Bester Mann aller Zeiten. Ah, das ist großartig. Mit dem Reithamster. Das ist mega gut, ey. Und dann fahren sie wieder runter. Ach, schön. Cool. Okay, wir sollten mal ganz kurz gucken. Wir bauen ja hier haufenweise Zeug wieder mal. Das sollten wir weiterführen. Die Brauerei ist auch schon am Start, aber wir haben noch keine Bar, glaube ich, gebaut. Die ist in Arbeit noch. Die Schmelze haben wir schon, aber die Schmiede fehlt uns noch. Das heißt, wir müssen jetzt mal langsam schauen, dass wir hier weiterkommen, dass das hier vorangeht. Die aktuellen Ausbauten sind schon eine gute Sache, aber da fehlt noch ein bisschen was. Als kleiner Bub Angst gehabt, als ich allein Star Wars geguckt habe und Luke in Yodas Sumpf den Vater gesehen hat. Ah, was? Den Vader! Naja. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, damals waren die Filme auch ein bisschen anders noch. Ne? Also, da war... Keine Ahnung, ich finde das in vielerlei Hinsicht ist die Altersfreigabe heute anders, als es früher halt war, klar. Ja, man lässt heute viel mehr zu. Aber früher fand ich, haben die manche Filme, die gar nicht mal so heavy freigegeben waren, auch ganz schön üble Stellen gehabt. Aber das glaube ich immer so. Ne?
Ein tolles Spiel. Absolut. Absolut. So, wir haben... Da haben wir noch... Ey, wir haben überall Ausgrabarbeiten, aber irgendwie greift keiner aus. Speldi, grüß dich. Hi. Hat er wieder hergefunden. Das ist ja wunderschön. Hallöchen. So, wir wickeln heute mal wieder ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen, ne? Ja, so ähnlich, Maruko. So. Nam, 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 nam. Ach, ist schön. Ich mag das tatsächlich sehr gerne, wenn das einfach so entspannt in den Abend reingeht. Weißt du? Okay. Was wir auch machen könnten, ja? Nachdem die Ausbaugeschichten jetzt gerade halt ihre Zeit brauchen, ist es halt einfach so, ne? Hundehose, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Hier haben wir noch einen Aufzug gebaut. Hier sind noch ein paar Grenzsteine fertig geworden. Können wir hier eigentlich noch irgendwas machen? Nee, ne? Das läuft alles so. Hier haben wir ein paar Körbe für den Rücken. Galina. Transportiert Pilzstamm. Okay, die ist gerade in. Die hat gerade Arbeit. Hier haben wir schon ein bisschen was. Hier haben wir schon ein bisschen was. Ja, die sind alle schon gut ausgerüstet. Das geht schon. Ah ja, hier, guck mal. Da macht endlich mal einer Bier. Zeit ist geworden. Zeit ist es geworden für ein kleines bisschen, eine kleine Bierrunde, ja? Kannst du die Leute umbenennen? Leider nicht, Hundehose. Geht leider nicht. Da ist das Spiel, glaube ich, auch ein bisschen zu alt dafür. Für solche crazy Features. Schade, ja, finde ich auch. Finde ich auch. Guck mal, Fässchen. Zwei Fässchen sind dabei rausgekommen. Das ist eine gute Sache. Okay. Wie gesagt, die Bar wäre halt noch wichtig. Die wird ja hier oben nach und nach wird das Zeug jetzt hier gebaut, was wir alles haben wollen. Hier liegen auch schon Waffen rum. Schön. Okay. Dann gucken wir mal gerade. Hat hier irgendjemand übernommen? Noch nicht. Hier wird auch, geht auch nichts vorwärts. Stattdessen die Zuschauer nach den Wiggles umbenennen. Andrea. Okay. Tut euch keinen Zwang an, ja? Wenn einer sich Ita nennen möchte, bin ich dabei. Wirst du irgendwann wieder Project Hospital spielen? Möglicherweise, möglicherweise. Ich habe den letzten DLC tatsächlich verpasst. Vielleicht kommt ja wieder mal einer raus. Und wenn wieder einer rauskommt, dann bin ich da auf jeden Fall dabei. Also ich mag Project Hospital super gerne. Ich finde das ein ganz, ganz großes Spiel. Also könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Die trinkt er jetzt alleine. Markus, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir da nicht sicher. Immer noch drei Pilzkäppchen. Okay. Ist dein Lieblingsspiel Project Hospital? Okay. Ja, ist, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, Project Hospital ist halt auch so ein Spiel, das geht halt auch immer, ne? Also das kannst du immer mal laufen lassen. Auch sehr gemütlich oft, ja? Aber manchmal auch sehr fordernd, finde ich. Vor allem finanziell gesehen ist es schon teilweise manchmal ganz schön ordentlich.
Da hängt ein Kleinkind in der Wand. Ich sag's nur aus Gründen. Steckt im Fahrstuhlschacht fest. Oxygen not included. Ja, natürlich. Haben wir ja mega viele Videos als Playlist auf YouTube auch noch am Start. Von den ganzen letzten Streams dazu und letzten Runs. Hier wollten wir, glaube ich, noch mal ein paar Hamster züchten, aus Gründen. Und hier haben wir die Raupen, genau. Mit denen können wir, glaube ich, noch nichts anfangen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Nein, da geht noch nichts. Brauchen wir die Küche wahrscheinlich. 112-Simulator, was? Das ist auch ewig alt. Den ganz ersten meinst du, oder, Maruko? Wann ist denn der rausgekommen? Im Zwergenmenü lassen die sich umbenennen. Nee. Also im Stammbaum geht's auf jeden Fall nicht. Hier? Kann ich nur zu den einzelnen hinspringen. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Trick, den ich noch nicht kenne. Kann ja sein. Ach, der erste war 9-11. Ah, okay. Ich dachte eigentlich, der 112-Simulator, der wäre schon älter. Dachte ich zumindest. Was ist denn hier eigentlich los? Ach so, die haben ja eingesperrt. Na, ich glaube, da überlebt auch keiner mehr. Mehr stand da auch nicht. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, das ist so alt mittlerweile, das Spiel, dass da wage ich zu bezweifeln, dass viele Funktionen so reibungslos funktionieren. Transportiert Pilzstamm. Ja, die transportieren halt alle unfassbar viel Zeug, damit unsere Geschichten hier gut laufen. Der macht hier irgendwas. Funktioniert diese Schmelze jetzt hier? Suse, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Hi. Auch du, schön, dass du wieder dabei bist. Vielleicht kommen wir bald ein Patch zum Umbenennen. Ah, ich glaube, das können wir ausschließen. Wage ich einfach zu bezweifeln. Aus Gründen. Holt sich wieder das Zeug hier? Leonberger Löwen, guten Abend. Eisen fehlt, ja, das ist, Suse, das haben wir vorhin schon gesagt, dass wir wahrscheinlich tiefer graben müssen, um da ranzukommen an diese Geschichten. Und, wir haben hier, glaube ich, nur Stein rumliegen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Steinbrocken. Haben wir irgendwo Eisen? Nee, ne? Das ist alles nur Stein, soweit ich das sehe. Ich glaube, das haben wir tatsächlich nirgendwo mehr hier. Das ist auch Stein. Nee, ich glaube, da müssen wir tiefer graben. Ach, der Aufzug ist ja auch hier. Dann können wir diese Leiter mal ganz kurz hier umswitchen. Dann kann die hier rüber. Da haben wir die auch gut verwendet. Ja, das ist okay. Okay, dann würde ich vorschlagen, meine Lieben. Nächste Baustelle, tiefer buddeln. Wir werden jetzt auch immer weniger bauen, weil jetzt einfach hier die Aufträge auch durchgehen. Und dann klappt das nämlich. Hier ist zum Beispiel schon erledigt, hier haben wir gar nichts mehr offen. Das heißt, der Wiggle ist jetzt frei für Transport- oder Arbeitsaufträge. Hier haben wir noch ein bisschen was offen, da geht auch noch nicht so viel. Aber das werden wir schon lösen. Na, das kommt jetzt mit der Zeit, kommen wir dahin. Da hängt immer noch das Kleinkind im Aufzugsschacht. Ist okay. Ist okay. Haben wir jetzt da hinten eigentlich schon die Zucht angestartet? Nein. Okay, da ist kein Hamster drin. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Du kannst doch eh noch nichts damit bauen, wegen fehlender Erfahrung. Das ist möglich, ja. Aber wie gesagt, wir werden, glaube ich, weiter nach unten wandern. Und dann schauen wir einfach mal, was uns die Zukunft bringt. Mal gucken.
Hier geht's ja, hier ginge es ja zumindest schon mal jetzt weiter. Wir können ja mal uns irgendeinen Wiggle schnappen, der gerade frei hat und gerade nichts zu tun hat. Und können dem ja mal sagen, hier, pass auf, der ist ja auch Freizeit, nix da, arbeiten. Der blaue Hamster sagt, dass sie dabei sind. Ja, ja, genau, Susi, mir war es jetzt nur wichtig zu gucken, ob die schon angefangen haben, ob da schon was drinnen ist. Und das war mir jetzt gerade erstmal so die Priorität. Stehen sie alle rum und schauen. Hey, sehr schön. Wer bist du hier? Heino ist hier. Heino lagert, oder? Oder holt er sich? Er holt sich vielleicht. Nee, er lagert tatsächlich ein. Das ist sehr gut, dass ihr mal irgendwie anfängt einzulagern. Wir hatten ja dabei. Ah, jetzt ist leer, okay. Hoddy, moinsen, grüß dich. Na, alles fit? Wie geht's dir? Sag mal, wir haben doch jetzt Julia hier runtergeschickt, oder? Ach, Julia krabbelt hier runter. Ja, das dauert noch ein bisschen, ne? Okay. Yay, Wiggles! Spock, grüß dich! Hi! Na? Spock? Bist neu, oder? Und Paul, einen wunderschönen guten Abend, grüß dich! So, jetzt geht's hier mal vorwärts. So. Na also, jetzt geht's hier mal vorwärts. Sehr schön. So wollen wir das, Freunde. Ja, Wiggles ist halt einfach ein mega hart entspannendes Spiel. Das ist so tiefenentspannt. Ja, das mag ich halt einfach auch an dem Spiel so gerne. Okay. Okay. Bin gerade voll im Stress mit denen. Was? Warum denn? Was da passiert? Ich glaube, da müssen wir weiter runtergraben. Irgendwann kommt der Punkt. Ach so, ja, okay. Alles gut, Susi. Alles gut. Mittlerweile Schwangere bei uns hier. Nope. Keiner. Schade. The Fish Swass. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend dir. Hi. So. Okay, Freunde. Jetzt schauen wir mal. Die ist immer noch nicht da. Irgendwo muss doch jetzt mal der Punkt kommen. Aber hier ist auf jeden Fall irgendwas.
Jetzt könnten wir uns fast überlegen, ob wir hier nicht mal so einen großen Raum reinbauen. Wenn wir eh schon hier sind, beziehungsweise die kleineren machen eigentlich mehr Sinn für uns. Wenn wir hier so zwischengraben. Okay, hier geht's dann nicht mehr weiter. Was geht's in dem Spiel? Wir müssen die Ringe für den, für das Halsband bzw. für das Band des Fenris besorgen, ja. Der Höllenwolf, wenn man so möchte. Wir haben zwei von diesen Kettengliedern, haben wir schon. Die kriegst du gleich am Anfang und jetzt sollen wir in der Unterwelt nach mehr suchen. Und wir haben hier eine ganz kleine Kolonie an mutigen kleinen Zwergen, die hier unterwegs sind, sich immer tiefer einzubuddeln. Mal schauen, wie weit wir kommen. Sag mit Niklas, guten Abend dir, hi. Ja, ist die Frage. Ne? Ist die Frage tatsächlich, wie weit wir hier kommen werden. Aber wir bauen hier in aller Ruhe und Gediegenheit weiter. Wir sind alle mutige kleine Zwerge. Ist richtig so. Ich würde es nicht anders wollen. Wer bist du? Malte, okay. Ist Nikolai. Ach, guck mal, der ist schon erwachsen hier, Nikolai. Der alte. Ah, oh, die alte Socke, Mensch. Was macht der? Nee. Mach mal nicht Plattmachfalle. Du gönnst dir jetzt erstmal hier so eine Kiepe. Und dann kriegst du. Hier haben wir noch eine Keule. Die kriegt er dann auch noch. Dann ist er erstmal ein bisschen ausgerüstet. Und einen Reithamster kriegt er auch noch. Dann ist Nikolai vollumfänglich ausgerüstet. Na komm. Kommt Aufzug. Und ein Reithamster. Und da ist Nikolai als unser Neuster. Ist halt richtig gut ausgerüstet und kann er los. Ja, kann er los. Wer ist dein Lieblingszwerg? Naja, also wenn ich mal so überlege, eigentlich alle hier sind ja alle unsere Zwerge. Ja. Aber wenn ich jetzt mich für einen entscheiden müsste, ich glaube, Bo finde ich eigentlich vom Namen her schon ganz cool. Bo ist ja voll das Arbeitstier eigentlich. Wer kennt die nicht, Bo? Bo ist halt einfach, ja, Bo ist Bo, ne? Habe herausgefunden, wie man die umbenennt. Echt? Claudius, hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, Bo ist so ein Räder, ist ein Kumpelzwerg, ne? Das ist halt einfach, der ist halt tiefenentspannt. Schauen wir mal, ob Malte hier nochmal weiter runterschicken können. Im besten Falle treffen wir hier aufeinander mit den zwei Schächten. Können wir auch gleich noch eine Leiter dann einbauen. Da wird das nix hier mit dem Schacht, ha? Okay, bevor wir weiter runtergehen, lass uns mal hier rüber gucken. Schauen wir mal. Trank der Jugend. Ah, nehmen wir mit. Hier riecht's irgendwie verbrannt. Kommt von da, glaub ich. Riecht nach Hamster-Barbecue. Oder doch gegrillte Wiggles? Ich seh mal nach. Alles zerstört haben sie. Kaputt ist alles. Vandalen sie sind. Aufknüpfen man sie alle müssen. Alter, hier riecht's voll nach gegrilltem Hamster. Lustig machen. Das kannst du dich. Dumpfbacken diese Trolle sind.
alles kaputt gemacht haben sie. Beruhige dich, alter Z... Beruhigen? Beruhigen ich soll? Meine Hamster! Alle verbrannt sie sind! Wie über den Winter kommen ich... Keine Ahnung. Helfen mir, du musst. Du musst, hörst du? Dass du mir hilfst, sag es mir. Bitte. Meine Hamster wieder einfangen, du musst, junger Wiggel. Oder mir schenken ein paar, du sollst. Die Torwächterin befreien, du willst? Den Weg zu ihr weisen, das werde ich. Unbemerkt in die Festung kommen. Ungeduldig du bist, junger Wiggel. Wie dein Vater. Erst wenn 6 Hamster du mir bringst, dann bereit du bist. Okay. Der Dialog an dem heutigen Tage ist natürlich sensationell, da stimme ich Stefan zu, ja. Das ist ja wohl großartig. Sollen wir ihm jetzt die Bude auch noch sauber machen? Aber sonst geht's noch. Und er hat noch nichts für uns getan. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Hallo Louis, guten Abend. Zitzo, bis gleich. Ja, hau rein. So, also wir sollen 6 Hamster besorgen. Na gut. Die Entwickler waren wohl auch Fans. Absolut. Es klingt zumindest sehr stark danach, ne? So, pass auf. Dann holen wir uns jetzt mal, irgendjemand anderen, der gerade frei ist. Nadine vielleicht. Nadine hat auf jeden Fall auch viel Platz. So, dann lass uns mal hier bis auf wenige Hamster mal ein paar rausholen. Kai, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Vielen Dank dir. So. Wo ist denn der jetzt? Sie. Entschuldigung. Nadine, bleib mal hier. Kannst du auch hier oben bedienen. 6 Stück holen wir. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall, wir können hier 3 rausnehmen, dann sind wir ganz gut mit dabei. Okay, dann haben wir jetzt hier 3. Haben wir nicht hier drüben noch welche? Na also. Das dauert hier alles ein bisschen gerade. Und ab geht's. Trank macht aus dem Senioren-Wiggle ein Kind, wenn man behalten will. Wegwerfen oder Werte. Achso, ja. Ja, wobei, ob wir den Trank jetzt gerade im Moment brauchen, weiß ich noch nicht. Benita hat irgendwie einen ganz schlechte Stimmungslage gerade. So, 2, 4, 6 passt und dann runter damit. Bringen wir die Hamster nach unten. Und dann, Freunde der Sonne, schauen wir mal, wie das hier so abgeht. Und hier können wir eine Treppe eigentlich schon mal reinbauen, weil irgendwie, weiß ich nicht, das wäre irgendwie mal angebracht. Lass uns gleich mal 2 neue Treppen bauen. Und dann machen wir hier einmal Treppe. So, dann haben wir hier gleich mal eine. Und die andere Treppe können wir eigentlich auf der anderen Seite auch gleich aufbauen. Ist das jetzt die richtige? Ja. Ah, können wir noch nicht? Okay. You got the motion, dance is the motion. My eyes can't help looking at you right now. So much emotion, just pick your poison. Is every move you make even allowed? Can't get enough. I try my best to look away, but I can't stop.